Moin aus Hamburg. Hier seht ihr mein Fiat Abarth 595 mit 160 PS. Die Serie ist der Pista, wie ihr gleich sehen könnt, mit 4 Auspuffrohren. Der Auspuff ist letztes Jahr komplett neu gekommen. Sieht man auch. Vor 3 Tagen haben wir die Rallye-Streifen geklebt. Vorher hatte ich gelbe, passend zu den gelben Spiegeln. Jetzt haben wir Perlmutt genommen. Natürlich den Abarth Skorpion auch vorne drauf. Der Wagen ist ein Reimport aus Frankreich. Habe ich geholt in 2017 in Frankfurt gekauft und habe 4 Jahre oder 3,5 Jahre Spaß gehabt und will ihn jetzt verkaufen. Jetzt machen wir ihn mal auf, damit ihr ihn von innen mal seht. Er hat volle Ausstattung, mehr geht nicht, außer Sitzheizung. Er hat Klima, Automatik, er hat ein Apple CarPlay, er hat Lederausstattung komplett. Ach, es ist ein Cabrio, natürlich, das zeige ich euch dann noch. Das Dach geht auf. Hinten meine kleine Rennziege. Ich mache mal den Kofferraum auf. Er ist natürlich nicht das voluminöste Kofferraumwunder, aber man kann ihn umklappen. Das mache ich mal eben. So. Und zack. Hat man Laderaum bis zu den Sitzen vorne. Der andere geht auch umzulegen mit einem Handgriff. So, ich setze mich jetzt mal rein und fahre mal das Dach auf. Erstmal mache ich meinen Kofferraum wieder zu. Das Dach öffnet sich vollautomatisch. Man muss nur einmal den Knopf drücken. Dann geht der 3/4 des Daches auf. Und wenn man ihn noch weiter als Vollcabrio haben will, nochmal drauf drücken, dann fährt die Scheibe hinten runter und man hat Fahrspaß pur. Jetzt so loslassen, einmal drücken, er fährt automatisch hoch. Nochmal drücken, jetzt geht es in 3 Stufen, dann hat man ein kleines Panoramadach oder ein Sonnendach und beim ganz zu festhalten, zack, und er klickt ein. Ich starte ihn mal. Ich hatte einen kleinen Auffahrunfall mit dem Kriminalpolizeiauto in Zivil, was dann ein Schaden auf der Fahrerseite war, und das war dieser Kotflügel, nur der Kotflügel, der neu gemacht werden musste. Sie haben da einen Film draus gedreht, haben also den Kotflügel neu gemacht, das Licht neu gemacht, die komplette Front vorne neu gemacht. Das Ganze war ein Schaden von 3.500 nur an meinem Auto. Wahrscheinlich ist er dadurch eingetragen als Unfallwagen. Der Unfall war, wie gesagt, nur der Kotflügel und mehr war es nicht. Super, wir würden uns freuen, ruft uns an. Ach so, letzter Preis, ich verkaufe ihn unter VB. Ich muss ihn nicht verkaufen, ich möchte einfach noch mal was anderes fahren. Letzter Preis kann man drüber verhandeln, aber keine Kampfpreise. Ihr könnt ihn natürlich Probe fahren, aber verschont mich mit den Leuten, die einfach mal einen Abarth fahren wollen. Dann geht ins Autohaus, da könnt ihr ihn fahren. Habe ich auch vorher gemacht. Ernst gemeinte Interessenten natürlich herzlich eingeladen. Der Wagen ist angemeldet, zugelassen, kostet 100 Euro Steuern im Jahr. Mich 240 Euro Vollkasko ohne Selbstbeteiligung im Jahr an Versicherung. Aber ich fahre auch auf 23%. So. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Liebe Grüße aus Hamburg. Jetzt zeige ich euch meinen Schatzi.
So, ich bin derjenige, der gefilmt hat. Hallo, Michi und hallo, Ela. Hallo, hallo. Tschüss.